Was ist männlich? Was ist weiblich? Wie sollen Männer sein? Was ist normal für Frauen? Was ist normal? Heißes Thema. Fettnäpfchen bis zum Horizont. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Ich frage mich, wieso sich alle so aufregen bei diesem Thema. Wie kann es sein, dass man sich dermaßen zerstreitet, dass man nicht mehr miteinander redet, unter Freunden, in der Familie, dass man die beste Freundin nachts rausschmeißt, wenn ein falsches Wort gesagt wird oder eine falsche Frage gestellt. So viel Hass und Hetze wird auch geschleudert. Und es gibt so viel Unwissenheit. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Thema männlich-weiblich gerade so viele Menschen bewegt und aufregt. Und ich bin überzeugt, es hat ganz viel mit dem Wandel zu tun, über den ich die ganze Zeit blogge. Lasst uns das mal näher untersuchen. Plus gibt ab, männlich. Minus nimmt auf, weiblich. Es ist die Definition von männlich und weiblich. Darauf hat man sich geeinigt. Das ist ziemlich banal. Nehmen wäre dann also weiblich und geben männlich. Nun gibt's ja aber Geben und Nehmen nicht nur beim Zeugen und Empfangen, bei Steckdosen und Batterien. Kaufen und Verkaufen ist auch Nehmen und Geben. Ist Verkaufen deshalb männlich, Kaufen weiblich? Ist Bezahlen männlich und Kassieren weiblich? Dann wäre Klauen weiblich und Schenken männlich. Ist Austeilen männlich und Einstecken weiblich? Wenn du singst, gibst du Töne hinaus. Hat Singen deshalb eine männliche Qualität? Und ist Zuhören mit den Ohren aufnehmen weiblich? Genauso beim Lesen, du nimmst etwas auf. Ist Lesen deshalb weiblich? Beim Schreiben gibst du deine Ideen und Gedanken in die Welt hinaus. Ist Schreiben deshalb eine männliche Angelegenheit? Es fängt an, ganz schön verwickelt zu werden, wenn man sich auf dieses Muster einlässt. Aber auch interessant. Also bei der geschlechtlichen Fortpflanzung, da wird es ja wohl klar sein, wer die männliche und wer die weibliche Rolle hat, oder? Am Anfang steht die Anziehung. Das weibliche Wesen gibt ein Duftsignal hinaus. Geben ist männlich. Das männliche Wesen nimmt es auf. Nehmen ist weiblich. Zweitens Empfängnis und Zeugung. Das weibliche empfängt, das männliche gibt. Klare Rollenverteilung. Drittens die Schwangerschaft. Nahrung, Schutz, Wärme. Das weibliche gibt und gibt und gibt an die wachsende Frucht. Geben ist männlich. Viertens die Geburt. Gebären, das gewaltigste Abgeben deines Körpers. Ist Gebären etwas Männliches? Stillen auch? Beim Stillen gibt die Mutter. Ist Stillen männlich? Saufen weiblich? Und zum Schluss werden die Kinder in die Welt hinausgeführt und begleitet. Den Kindern alles beibringen und sie in die Welt entlassen, ist auch ein Geben. Hat Lehren und Erziehen und in die Welt hinaus begleiten eine männliche Qualität? Wir sehen schon, es ist nicht so einfach. Und mit uns Menschen wird ja alles noch viel komplizierter. Was uns von den anderen Tieren unterscheidet, ist ja, dass wir die Wahl haben, dass wir uns entscheiden können, was und wer und wie wir sind. Und dass wir uns absprechen und einigen können auf das, was normal ist. Das ist unsere Freiheit. Und dafür sind wir ja angeblich auch aus dem Paradies vertrieben worden. Was ist denn eigentlich natürlich? Wie ist die natürliche Rollenverteilung zwischen männlichen und weiblichen Wesen? Wie teilen sich Tiere und Pflanzen die Arbeit mit den Kindern? Wie leben sie zusammen? Wie lieben sie? Können wir uns an der Natur orientieren? Bei den Seepferdchen trägt der Vater die Kinder aus und beschützt sie. Die Gottesanbeterin frisst den Vater ihrer Kinder nach der Paarung auf. Die Schnecken befruchten sich gegenseitig und alle zeugen und alle legen Eier. Bei den Bienen machen die Frauen die ganze Arbeit, die Männer sorgen für gute Stimmung und fliegen mit der Königin zum Hochzeitsflug aus. Das Rotkehlchenweibchen trifft das Männchen nur zur Paarung. Die Jungen versorgt sie alleine, singen tun sie beide. Herr und Frau Kuckuck lassen ihre Kinder von Pflegeeltern aufziehen. In der Clownfischfamilie ist immer der größte Fisch ein Weibchen, sie ist der Boss. Die Männchen putzen, machen das Nest schön und passen auf die Eier auf. Wenn sie stirbt, wird ein Männchen zum Weibchen und stresst die anderen Männchen, sodass sie Männchen bleiben. Bei den Elefanten passen die Mütter, Tanten und Großmütter gemeinsam auf die Kinder auf. Die klügste und erfahrenste Großmutter führt die Herde an. Katzen paaren sich mit mehreren Katern. So haben sie einen schönen bunten Wurf. Für die Kinder sorgen sie alleine. Es gibt auch lebenslange Treue. Zwischen gemischten Paaren, zwischen gleichgeschlechtlichen, manchmal auch zu dritt. Manche versorgen die Kinder zu zweit, manche alleine, manche zu mehreren.
Einen für alle gibt's auch. Die Hirschkühe lassen die Böcke kämpfen und schauen, wer der Stärkste und Schlauste ist. Der wird dann der Vater ihrer Kinder und passt auf, wenn sie in Ruhe fressen und sich ausruhen wollen. Schimpansen und Bonobos, unsere nächsten Verwandten, regeln das total unterschiedlich. Bei den Schimpansen sichern Kämpfe und Aggressionsgehabe die Stellung des Oberschimpansen. Bonobos stärken den Zusammenhalt in ihrer Gruppe mit Sex und Kuscheln. Und wir Menschen? Ich hatte mal eine Diskussion darüber, ob Hingabefähigkeit männlich oder weiblich ist. Frauen sollen ja hingabefähig sein, aber wieso eigentlich? Wenn das Geben das männliche Prinzip ist und Nehmen das weibliche, dann wäre Hingabefähigkeit doch eine männliche Qualität. Ist schon schön, wenn Männer sich so völlig ihrer Arbeit hingeben. Das mit der weiblichen Hingabefähigkeit, das stimmt nur dann, wenn man davon ausgeht, dass Frauen sich geben, sich hergeben, wenn sie Sex haben. Es ist eine Kultur, in der Männer Frauen erobern, knacken, flachlegen, in der Frauen vergeben sind, wenn sie in einer festen Beziehung sind. Eine Kultur, in der der Mann immer will, die Frau eigentlich nicht, in der sie keine eigene Sexualität hat, haben darf. In so einer Kultur sind Frauen Eigentum. Sie sind keine Personen, sondern Sachen. Sie werden verkauft, verheiratet, geschlagen, vergewaltigt und getötet. Auch hier in Europa, in Deutschland. Ist noch gar nicht so lange her, dass eine Frau die Erlaubnis ihres Mannes, ihres Besitzers, gebraucht hat, wenn sie ein Konto eröffnen oder arbeiten gehen wollte. Dass man zum Putzen, Spülen, Kochen und zum Bedienen und Dienen zur Kinder- und Altenbetreuung weibliche Geschlechtsorgane braucht, glauben immer noch viele. Regieren, kämpfen, zum Mond fahren, Sachen erfinden, Brücken bauen, in Mathe gut sein, das kann man natürlich besser, wenn man männliche Geschlechtsorgane hat. Ist doch heutzutage nicht mehr so, von wegen. Frauen können ja angeblich heute alles werden, nur sie erleben jeden Tag, dass ihnen weniger Raum zugestanden wird als Männern. Ohne nachzudenken, selbstverständlich, normal. Sarah Thiele schreibt, wie sie täglich erlebt, dass, Zitat, Männer und Frauen mit einem anderen Selbstverständnis durchs Leben gehen. Ihre Erfahrung, als sie sich 2 Wochen lang wie ein Mann benimmt, Zitat, während mir die allermeisten Frauen Platz gemacht haben, bin ich mehrfach in Männer gelaufen, die nicht einmal Anstalten gemacht haben, zur Seite zu gehen. Und weiter, lächeln, sich entschuldigen, körperlich möglichst wenig Raum einnehmen, all das sind Verhaltensweisen, die vielen Mädchen auch heute noch beigebracht werden. Zitiert aus glamour.de am 12.07.2023. Thiele findet das nicht falsch, dass den Mädchen das beigebracht wird, nur warum nicht auch den Jungs? Wenn Mädchen beim Elfmeterschießen nicht treffen, heißt es, war ja klar. Wenn die Jungs nicht gut schießen, heißt es, kann passieren. Schreibt Stella Spörle, die als einzige Frau in einem gemischten Fußballteam spielt, am 3.8.23 in der Zeit. Immer noch gibt es Menschen, die glauben, Frauen seien unrein und hätten die Sünde und das Elend in die Welt gebracht. Deshalb dürfen sie keine Priesterinnen werden, nicht allein aus dem Haus gehen, über ihr Leben, ihren Körper, ihren Ehepartner und ihre Kinder nicht bestimmen, dürfen nicht lesen und schreiben lernen, keinem außerhalb der Familie die Hand geben und müssen sich in der Öffentlichkeit unsichtbar machen. Ihre Kinder alleine ernähren dürfen sie. Von der Kommunion werden sie ausgeschlossen. Das soll normal sein, natürlich. Natürlich ist das nun ja wohl nicht. In der Natur gibt es alles. Bei Menschen auch. Okay, das mit den Schnecken und der Gottesanbeterin nicht. Es gibt ja nicht nur die europäische Kultur. Auch heute noch gibt es ganz andere Normalitäten als unsere. Fast hätten wir sie ausgerottet mit unseren Missionaren. Und was wir heute normal finden, ist auch erst normal seit ganz kurzer Zeit. Margaret Mead hat in Neuguinea 3 sogenannte primitive Gesellschaften untersucht und beschrieben, wie unterschiedlich die Eigenschaften sind, die Männern und Frauen dort zugeschrieben werden. Die Arapesh waren mütterlich, zartfühlend, passiv, friedlich, hilfsbereit und verständnisvoll. Und zwar beide, Männer und Frauen. Bei den Mundugumo waren beide, Männer wie Frauen, rücksichtslos, aggressiv, kriegerisch und sexuell fordernd. Bei den Chambuli haben die Frauen gearbeitet, die Männer haben ihre Zeit damit verbracht, sich schön zu machen. Frauen waren die Herrschenden, Sachlichen, Lenkenden und haben sich ihre Partner ausgesucht. Die Männer waren zartfühlend, weniger verantwortlich, gefühlsmäßig abhängig, mütterlich und passiv. Margaret Mead, Sex and Temperament in 3 Primitive Societies. Das war 1935. Und was ist da jetzt natürlich? Normal?
Es ist alles Erziehung. David Graeber und David Bengro belegen in Anfänge eine neue Geschichte der Menschheit, dass wir Menschen unsere Rollen immer schon abgesprochen und verändert und angepasst haben. Seit 2 Millionen Jahren machen wir das. Auch die Rollen von Männern und Frauen und anderen. Manche hatten sogar im Winter eine andere Gesellschaftsordnung als im Sommer. Ich lese euch mal was vor, das fand ich total interessant. Hier, zitiere, dass die Inuit des Polargebiets und auch viele andere Gesellschaften 2 Sozialstrukturen hatten, eine im Sommer und eine im Winter, und dass sie parallel dazu auch 2 rechtliche und 2 religiöse Systeme haben. Im Sommer teilten sich die Inuit in Gruppen von etwa 20 bis 30 Personen auf, fingen Süßwasserfische und jagten Karibus und Rentiere, alles unter der Führung eines einzelnen männlichen Führers. In dieser Zeit wachten sie eifersüchtig über ihre Habseligkeiten und das Familienoberhaupt übte eine starke, manchmal sogar tyrannische Macht über seine Angehörigen aus. In den langen Wintermonaten jedoch, wenn die Herden der Seehunde und Walrosse an arktische Küsten kamen, fand eine dramatische Kehrtwendung statt. Dann konzentrierten sich viele Inuit an einem Ort und bauten große Versammlungshäuser aus Holz, Walrippen und Stein. In diesen Häusern herrschten Gleichheit, Altruismus und Gemeinschaftsleben. Der Besitz wurde geteilt und Männer und Frauen frönten unter der Ägide von Sedna, der Göttin der Seehunde, den Partnertausch. Reste von diesen saisonalen, unterschiedlichen Gesellschaftsformen gibt es immer noch im Karneval. Die Menschheit hat sich nicht geradlinig entwickelt, von primitiven Horden zu Ackerbau, zu hochentwickelt, Industrialisierung und so weiter. Das ging vor und zurück. Wir haben immer schon was Neues ausprobiert und sind auch wieder zum Alten zurückgekehrt. Wir haben immer schon geschaut, was passt und was nicht. Und wir haben neu ausgehandelt, was normal ist. Genau das ist unsere Stärke, deshalb haben wir überlebt. Wir sind ja nun in den Zeiten des allergrößten Umbruchs vielleicht aller Zeiten. Und in solchen Zeiten des Umbruchs alles haben zu wollen, wie es immer schon war, das ist das Gefährlichste und Unsicherste, was man machen kann. Dann bewahrt man nicht das, was sich bewährt hat, sondern man riskiert, dass man alles verliert. Kulturen, die sich nicht angepasst haben, sind untergegangen. Immer. Außerdem, wie es immer war, es war nicht immer so. Es war nicht immer so unfair. Menschen wollten auch immer schon, dass es gerecht zugeht. Und ich denke mal, solange Frauen auf der Erde noch so schäbig behandelt werden, werden Menschen auch die Erde so behandeln. Wie etwas, was einem gehören kann, was man verkauft, was man kaputt macht und was man nach Gebrauch wegwirft. Und nicht wie die Mutter, die einem das Leben gibt und einen ernährt. Die Native Americans leben seit Jahrtausenden auf der Erde, ohne sie zu zerstören. Und eins ihrer heiligsten Gesetze ist, das Leben ist vom Weiblichen geboren und vom Männlichen gezeugt. Beides gehört zusammen, wie Ein- und Ausatmen. Wenn wir geboren werden, atmen wir einmal ein. Dann machen wir ungefähr 500 Millionen Atemzüge. Ein, aus und atmen einmal aus. Wir erleben gerade einen ganz tiefen Wandel von männlichen und weiblichen Normen. Es ist ein ganz unsicherer und verletzlicher Zustand, ähnlich wie bei einer Geburt. Und auch gefährlich. Und das macht vielen Menschen Angst. Viele Menschen schlagen um sich und drehen sich auf und sind direkt auf 180. Und es gibt aber auch ganz viele Menschen, die ganz wach sind und aufmerksam und die das, was da gerade neu entstehen will, mitgestalten und fördern und beschützen und die vorangehen. Und ich danke allen Menschen, die dieses unfaire Männer- und Frauentheater nicht mehr mitmachen und verbeuge mich zutiefst vor ihnen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.